Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir. Wir sind eigentlich bei Klassen und Strukturen und wir schauen uns jetzt ein paar Klassen an, die meiner Meinung nach relativ wichtig sind, um die wir uns aber nicht kümmern müssen, weil wir die usen, weil die in einer Library, in einer Bibliothek vorhanden sind und wir verwenden die. Die erste Klasse, die wir uns ansehen, ist die Random-Klasse, System Random. Die erben wir von System oder die ziehen wir von System an. Und damit kann man Zufallszahlen generieren. Das braucht man hin und wieder. So eine zünftige Zufallszahl, das ist schon was Nettes. Ja? Die Klasse heißt Random. Richtige Fenster auswählen, wäre nicht schlecht. Random. Und da können zum Beispiel RND und das heißt, das ist New Random. Okay? Also ich habe jetzt eine Instanz der Random-Klasse erzeugt. Ja? Und dann kann ich zum Beispiel eine Integer-Zahl, Zahl 1, ist gleich, und dann sage ich rnd.next, genau, da schlagt er mir schon vor, next, ja, Klammer auf, und da gibt es jetzt verschiedene Sachen, ja, und das kann man hier durchwählen, ja, also probieren wir es aus, Klammer zu, Strichpunkt, und geben uns die Zahl aus, ja, console, Punkt WriteLine Z1 und dann sagen wir das war's, passt. Schauen wir uns an, was da passiert. Bin auch schon ganz gespannt, wie ein Fidschi-Pfeil. Ja. Puh, irgendeine Zahl. Super. Ja. Und beim nächsten Mal kommt hoffentlich eine andere. Jawohl, ist eine andere Zahl. Ja. Jetzt ist das eine, ist irgendeine Zahl. Ja. Kann man nicht was anderes angehen? Kann man nicht Grenzen angehen? Ja, das kann man. Wenn man zum Beispiel zwischen 0 und 100 eine Zahl wissen will, dann muss er zwischen 1 und 100, dann 1 und 101, muss man sagen, muss aufpassen, 101, gell? Weil es geht bis 101, aber gerade nicht mehr. Ja? 101 ist ausgenommen, das heißt, die größte Integer-Zahl, die da drinnen ist, ist jetzt 100. Ja? Wenn wir das jetzt aufrufen, ja, haben wir 37. Cool, 37. Ja, 51 und es wird nie eine Zahl außerhalb von 100 geben. Die kleinste mögliche Zahl ist 1 und die größte mögliche Zahl ist kleiner wie 101. Okay? So heißt das. Und das ist das Next. Das macht einen Integer 32 Wert, einen Integer Wert Retour. Wenn man nichts reinschreibt, ist einfach irgendein Integer Wert. Wenn man was reinschreibt, kann man sich die Grenzen festlegen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine Zufallszahl zwischen 5 und 11, ja, dann 8, ja, 5, ja, haben wir schon eine 5er Grenze, 9, passt, ja, sind wir zwischen 5 und 11 immer drinnen. Wie mache ich jetzt eine Gleitpunktzahl? Double, ja, eine Zahl 2 nehme ich, ja, und da sage ich rnd. Und schau, ich schlage dir schon vor, next double. Und jetzt schauen wir sie einmal an, was da passiert, das werden wir nämlich auch ausgeben. Mit diesmal Z2. Ja. Schauen wir uns an, was hier passiert. Nix. Ja. Oh ja. 0,21. Aha, 0,2. Irgendwas. Ja. Nochmal 0,1. Ja, schön. 0,6. Ja, warum immer 0, es ist eine Zahl, es kommt immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Also praktisch, wie man ein Prozent rechnet, zwischen 0 und 1. Wenn ich das jetzt auch zwischen 0 und 100 haben will, muss ich halt mit 100 multiplizieren. Ja, muss ich mit 100 multiplizieren. Und auf einmal 26, irgendwas, wunderschön, ja, 8, irgendwas, ja. Jetzt 1, irgendwas, was ist, ich brauche irgendwas hochs, 91, bitte, braucht nur noch sagen, 91, also das ist jetzt zwischen 0 und 100, zwischen 0 und 100, da oben haben wir gehabt, zwischen 1 und 100, wie ich das geschrieben habe, war ja zwischen 1 und 100, gell? Was ist, wenn ich da unten auch zwischen 1 und 100 haben will, nein, dann muss ich halt sagen, 1 plus, und dann aber nicht 100, sondern 99, weil dann ist das maximal 99, 1 plus, jetzt kann es eigentlich nie eine Zahl sein, die kleiner ist als 1.
So funktioniert das. Das ist also die Random-Klasse. Kann man sich irgendwelche Zahlen generieren lassen, die den Anschein erwecken, zufällig zu sein. Es ist ein Pseudo-Zufallsgenerator, ist nicht wirklich zufällig, es wird irgendeine mathematische Berechnung, aber da gibt es dann ein Seed und so weiter. Ist egal. Es ist praktisch zufällig. Ja, praktisch zufällig. So, das war also die erste Klasse, Systemklasse. Das nächste Mal schauen wir uns eine andere Klasse an, und zwar schauen wir uns das nächste Mal so ein Strukt an. Ein Strukt, wenn man mit Zeiten umgehen will. Ja, Date-Time-Strukt und Time-Span-Strukt. Das wären die nächsten Sachen im nächsten Video. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.